So, meine lieben Kinderchen, hallo und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Geht endlich weiter. So, Spiel starten. Ja, Halfdan, der gute Halfdan. Wir haben uns in der letzten Folge einen Fluss gebaut. Und wir hatten das noch nicht so ganz drauf gehabt mit Segeln. Die Musik ist extrem laut, ne? Wir hatten das nicht so extrem drauf gehabt mit Segeln. Das liegt daran, weil wir von vorne Wind hatten. Und wenn man von vorne Wind hat, dann kann man schlecht segeln. Ja. Damals gab es noch keine Motoren. Wegen. Ach, das Wetter ist mal wieder schlecht. Alles klar. Lass uns mal eben ganz kurz die Einstellung mal machen. Und zwar ist die Musik hier einfach. Naja. Machen wir aber ganz aus, genau. So. Gut. Was haben wir jetzt zu erledigen? Ich habe hier so noch nicht gespielt. Natürlich müssen wir alles zurückdrücken, weil alles neu ist. Wegen neuer Wohnung. Ihr seht es vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Und genau, wir hatten hier geschlafen und wachen natürlich auf der Treppe direkt vor unserem Hafen auf. Unser kleiner Hafen. So. Du könntest was für Essen vertragen. Daran soll es nicht scheitern. Wir sollten vielleicht mal Essen kochen. Ein bisschen. Du kannst nicht mehr gekochtes Fleisch essen, aber ich könnte was zu essen vertragen. Ist gut. So. Wir brauchten Hirsch. Genau, so war das. Wir wollten uns nämlich noch eigentlich eine Ledergeschichte machen aus Hirschgeschichte. So. Haben wir irgendwas gelernt, was Neues zu bauen? Dafür benötigen wir offensichtlich. Ich fühle mich schon mal gemütlich. Das mit Kochen dauert. Man müsste vielleicht irgendwie gucken, dass man wegfahren, komm. Heilung. Reparieren. Okay. So. Essen ist fertig. Nee, noch nicht ganz. Jetzt ist es fertig. Hopp. Hopp. So, ich glaube, das sollte erstmal vielleicht reichen, ne? Ich dachte schon, da draußen laufen irgendwelche Fraggles rum. Haben wir irgendwas Neues gelernt? Reparieren. Warum soll ich das Dach reparieren? Das sollte eigentlich gar nicht beschädigt sein. Mit E kann ich nichts machen. Bloß bauen. Klar, das haben wir schon. Ah! Nein, nein. Die Feuer könnten wir nochmal bauen. Hier brauchen wir wahrscheinlich jede Menge Holz für. Das haben wir schon so einen Block. Wo brauche ich denn Gerbergestell? Bauen. Können wir irgendwas Neues hier? Wohl nicht. Möbel. Zein. Und ein Hirschläufer. Wir könnten wir so einen hässlichen Boden vielleicht verdecken. Gerbergestell. Normalerweise gibt man doch eine Sonne, oder? Also. Fehlende Voraussetzung. Die da wäre was? Ah, wir bräuchten Feuerstein und Lederreste. Gut. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Lederreste kriegen wir von Wildschwein. Und Feuerstein von Fred. Fred? Fred der Feuerstein. Ich hab das hier. Achso, da. Okay. Da habe ich schon Lederreste gesehen. Wir hatten hier auf der linken Seite sehr viele Lederreste gehabt, ne? Umlaufen. Ja, da hinten sind welche Graulinge wieder. Das sah aus, als hätten die Rucksack auf. Was sind das für Gestalten? Egal. Oh, 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 der dreht sich um und kriegt direkt einen in die Fresse gepiekt. So. Kriegt man so eine Art Gnome. Kobolde, Gnome. Da hinten sind. Es sieht geil aus mit dem Nebel. Das ist ein Hirsch. Welche Dings haben wir auf Hirsch? Hirschjagd, mein. Achso, genau. Oh. Vielleicht? Ja,
Vielleicht sollte ich mir doch nochmal mein Speedpad hier ranmachen, weil ich das nochmal finde. Ist das. Eilig, ja? Ich habe abgeschossen sein Hombre. Wenn ich das mache, dann ist er sehr traurig. Musste weinen. So. Ich hatte hier unten noch ein Wildschwein eingerufen. Nehmen wir ein paar Erdbeeren mit. Himbeeren. Ich sage Erdbeeren, es sind Himbeeren. Alles klar. So. Ja? Nee, das ist nicht das. Das ist das. Auch das ist nicht das. Aber das. Alles klar. Hm. Wir suchen eigentlich Feuerstein. Sind da Nixen im Wasser? Ja. Guck mal, die schwimmen. Können wir die schon mal schwimmen sehen? Da ist noch ein Nixen. Sieht schon irgendwie ordentlich witzig aus, wie da durchs Wasser schlängeln. Nützt alles nichts, wir brauchen Feuerstein. Ich denke mal, das machen wir nochmal. Ich denke mal, aus diesem Gerber-Zeugs kriegen wir nämlich bessere Rüstung her. Was ist denn das? Ein Hirsch. Ein Hirsch. Alter, Legolas der Scharfschütze hier. Auf den Schnaps gesoffen, wie war das, ne? Ah, guck mal, ich komm doch. Willst du mich verarschen? Ich treffe mich. So. Dann. Ja, immer noch Feuerstein. Was ist hier mit... Ah. Eine Trophäe. Kann man die Trophäen an die Wand hängen? Es ändert sich hier irgendwie nichts. In jeder Folge jagen wir oder sammeln wir. Bekommen irgendwie nicht wirklich zu Potte. Was ich jetzt so nicht schlimm finde. Wir wollen uns auch ein bisschen Zeit lassen mit dem Spiel. Ein paar Völkchen raushauen, ne? Leider ist es so, dass Valheim nicht ganz so stark auf unserem Kanal läuft. Aber also, ich mag das Spiel. Und das, was ich mag, wird eben halt gespielt und gezeigt. Das sieht schön aus mit dem Rasen. Mit dem Rasen sag ich schon. Ja, mit dem Rasen, klar. Hä, was ist denn mal? Was ist denn? Ja. Ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen YouTube-Übungen. Guck mal, der Junge, der rennt hier mal an mein Wohnzimmer vorbei und dann luschert er mal heimlich in mein Wohnzimmer. Bei jedem Mal, wo er vorbeiläuft, guckt er hier lange rein und fragt sich, hey, was spielt der Alte da bloß? Und kann ich mir das auf YouTube angucken? Ist das vielleicht ab 18? Da, guck mal, jetzt ist er wieder. Bing. Ja, ich bräuchte mein Speedpad. Das ist echt, die Maus hat so Probleme, dass hier... Ich habe so dieses XXL-Mauspad mit Beleuchtung und so ein Scheiß. Und... Ah, das sind normale Steine. Da sind links Lederreste. Wie es da auch steht, ne? Aggressiv. Schwein! Sünde eigentlich, wenn sie schreien, wenn man sie absticht, ne? So, ich weiß aber auch gar nicht, wie viel Leder... was ist das? Wie viel Lederrest ich benötige. Brauche ich auch Holz oder so? Ich weiß nicht, wie viel Holz ich noch habe. Hier. Ich muss mal gucken. Ich bin da noch nicht so ganz PC-fit, wenn man jahrelang PlayStation nur gespielt hat. Aber treffen tue ich. Oh. Eine Fresse. Sieht so aus. Oh, guck mal hier, Flintstein. Da haben wir es. Ja, wie gesagt, ich denke einfach, wir brauchen das, damit wir bessere Ausrüstung bekommen. Du trägst zu viel. So ein Scheiß. Ach, komm schon, Grabe, der ist schon wieder da. Willkommen. Du musst weniger Gegenstände mit dir rumtragen. Wenn du zu viel Gegenstände mit dir führst, wärst du beladen, wodurch du langsamer wärst und deine Ausdauer verlierst. Was haben wir denn an Gegenständen, die wir nicht brauchen? Guck mal, das können wir wegschmeißen. Das ist als unnutzbar. Wir haben sehr viel Holz am Start, ne?
Und die Hacke brauchen wir nicht unbedingt. Hey, Junge! So. Ja, weißt du, dann... Wie vergammelt das eigentlich nicht, das Fleisch? Lass uns das Fleisch einmal wegbringen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Dankeschön für diesen netten Rat, Herr Hugin. Sie sind ein sehr hilfreicher... Ich bin immer überladen. Oh, da läuft ein Hirsch. Was? Wer hat das denn gesagt? So, Steine. 26 mal Steine. Muss man was essen. Der ist so stark getrunken. Diese Tails, die würde sowieso keiner essen. So, bin ich weniger überladen? Ja, jetzt bin ich ein bisschen weniger überladen. Aber ich sage ja, das Hirschding bewirbt sich gerade darauf irgendwie. Ja, wir müssen Holz. Ach, wir brauchen einfach alles, ne? Irgendwie. Wir können jetzt mal gucken, was wir da jetzt machen können. Ich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt 10 mehr Hirschfell brauchen, um diesen Gap-Dings dann fertigzustellen. Aber was mich dann viel mehr interessiert ist, kann man denn wirklich bessere Rüstung machen? Natürlich nichts Geschmiedetes, aber... warum kann ich kein Ich finde dieses Spiel, ne? Aber Erdbeeren kann ich machen. Auch immer nur eine. Verstehe ich zwar nicht, aber ist okay. Bei Nase. Da. Ja, Flintstein haben wir bis jetzt nicht sehr viel gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir brauchen. Daneben getroffen. Die könnten allerdings aber auch den Wasserball angreifen, ne? So, lass mal was hier in die Kiste packen. Guck mal, da haben wir auch noch jede Menge Holz am Schlüssel. Ja, was ist das? Kuhle. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, wenn wir irgendwie... wenn wir irgendwie was mit Ofen oder so, also mit Schmiede oder so ein Scheiß Grund, ja, also, wenn wir was mit Schmiede machen sollen oder so, ne? So. Lederreste 20, wollt ihr mich verarschen? Und Flint 15. Ach, herrje. Na, dann mal los. Weiter geht's. Lederreste 20. Hatten wir jetzt an Lederreste? Hab ich gar nicht gesehen. 9 oder so, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir... Ob wir mit dem Floß rüberfahren sollen. Komm, wir fahren mit dem Floß rüber. Weil da hatten wir ja gesehen gehabt, da gab es ja einiges an... Hopp. Komponenten. Wir müssen uns hier nur nach außen navigieren können. Ja, ich lenke doch die Fahne. Hauptsache, wir kennt ja nicht unseren Stoff. Aber das, da sind wir geübte Seefahrer mit, ne? Das Wasser tut das, was es will. Das erinnert mich schon an Stranded Deep. Wo man immer dahin fährt mit dem Fluss, wo man irgendwie angeeckt ist, wo man nicht gerade hin möchte unbedingt. Keine Chance, sich hier zu befreien, oder? Eigentlich wollte ich genau dahin, von wo der Wind kommt. Echt blöd. Ah, da kommt der Wind wieder von vorne. Ich hab, das Problem ist einfach, dass ich hier nicht lenken kann. Dann ist es doch wirklich... Du musst dich doch wirklich sehr, sehr auf die... Gezeiten verlassen. Also das mit Fluss, also einfach mal so losfahren, ist einfach nicht drin in diesem Spiel, ne? Mal, es muss sich ja auch irgendwie bewegen.
Und dabei lenken. Aber es lenkt einfach nicht. Es tut einfach das. Und jetzt hängen wir natürlich an diesen Findlingdocken fest. Dann fahren wir einfach mal andere Ufer hin. Und müssen eben halt mit dem Wind gehen hier. So. Wege gesetzt. Volle Fahrt Santiano. So war das, ne? Ja. Mach mal Fluss nicht kaputt. Los geht's. Ich hoffe ja auch nur, dass wir auch nochmal irgendwie dann so schnell wieder zurückkommen irgendwann, ne? Eines Tages, wenn wir das große Meer fahren. Ich sehe ja schon kommen, dass wir hier saufen oder so ein Scheiß, weil das groß auseinander bewegt. Oder auf richtig schwierige Gegner treffen. Oder auf die Midgard-Schlange. Jetzt habe ich was ab. Aber wir sind ganz am Anfang mal auf Gegner gestoßen, die uns kalt gemacht haben. Schon mal auf diese Wäldergruppe dazu. Sagt gar nichts. War das nicht der Black Forest? Schwarz. Alter, Ozean. Da, 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 da. Ich nehme mal nicht an, dass das Boot ozeantauglich ist. Doch, darüber, da wollen wir hin. Das finde ich gut, da wollen wir nach rechts weiter. Da sehen wir den nächsten Schimmer. Hat der Wind gedreht? Nee, wir haben gedreht. Ja, komm. Weiter rum. Und rüben auf die andere Seite vom Fluss. Eigentlich wollten wir uns erstmal neue Rüstung machen, ne? Naja. Guck mal da. Da müssen wir hin. Da gibt's Wildschweine. Problem ist mit den Nixen. Nein, nein, nein. Das wird ein harter Kampf für uns. Aber komm, lenk doch mal richtig da. Wir wollen hier erstmal dahin. Ich habe die Befürchtung, wenn ich hier noch. Wenn ich das Boot verlasse, ist es weg schon. Ich habe die Befürchtung, wenn ich weiter so mein Boot misshandle, dass das Boot kaputt geht. So, dann mal los. Verarscht? War nicht tot? Hey! Ah, Ausdauer weg, wa? So. Natürlich jetzt gerade nachts und die ganzen
Wildschweine sind weg, die ich gerade gesehen habe. Nee, da. Wir müssen noch mehr irgendwie irgendwas mit Ausdauer machen. Verreck doch endlich! Weißt du was, ich nehme eine scheiß Keule. Mit Speer trifft man nicht immer gut. Ja. Muss es denn schon die Keule sein, ne? So. Oh, Alter, was war das denn für Mega-Freeze? Da haben wir den Grauling kaputt gemacht und unser Boot bleibt da stehen, hoffe ich. Ja. Eigentlich wollte ich ja auf die andere Seite, ne? Aber das ist auch gut. Wo sind wir kartentechnisch? Hier ist auf jeden Fall schon mal was Totes von uns. Hier scheint es ein Ort... Nee, wir sind hier schon tatsächlich fast überall gewesen, ne? Au! Was? Was das? Oh! Grauer Zwerg! Komm her, du grauer Zwerg! Kriegst Kopfschmuss, Digga! Neues Material! Grauer Zwerg-Auge! Gott, guck mal, wie viele es sind. Haben die denn irgendwo im Lager oder was? Dass wir die mal überraschen können und die kaputt hauen alle? Die werfen mit Steine. Graue Zwerge mit blauen Augen. Oder sind das graue Augen? Vielleicht ist es denn der grau... Dein Ernst. Ich glaube, das was zu essen vertragen. Ja, wollen wir uns mal nicht enttäuschen, was? Wir müssen mal gucken, dass wir uns irgendwie mal so eine Steinaxt herstellen können. Irgendwie aus... Also so eine Kampfaxt oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt hier in diesem Spiel. Wer ist er denn? Ein Wendigo! Grauer Zwerg-Schamane! Boah, der zaubert! Er bemächtigt sich seiner Zauberei! Nein! Dabei ist er doch selber tot! Och, komm schon! Ja. Das Ganze zu Fuß jetzt, wa? Ja.